Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal. Heute geht es zur Bundesliga Prediction 2 zur Saison 2022 und / 2023. 18. Platz und damit letzter Platz, der für mich ist. Es tut mir leid, aber es wird Hertha BSC Berlin oder hatten sich letzte Saison zur Relegation sich gerettet. Das war ein knappes Ding. Da war Felix Magath Trainer. Und diese Saison steigen sie definitiv ab. So. Platz Nummer 17. Haben sich auch letzte Saison gerettet. Hatten Glück. Ich grüße an alle Fans oder auch an die Tizi-Jungs, also Tizi Schubech. Ja. Tut mir leid. VfB Stuttgart wird Platz 17 meiner Meinung nach. Hat eben halt so bis zum 17. oder um den Relegationsplatz mitspielen diese Saison. Bei den Zugängen haben sie Mavropanos Pfeffer fest verpflichtet, Wagumam von HSV geholt, Sasa Kalajic wird noch wechseln, das heißt VfB Stuttgart verliert wohl seinen Top-Stürmer der letzten und vorletzten Saison. Und es wird ja immer noch mit Bayern Verhandlungen geben. Laut meinem Stand immer noch. Also er will immer noch zu Bayern wechseln. Was dran ist, werden wir irgendwann erfahren. So, jetzt kommen wir zum 16. Platz und das ist der Relegationsplatz. FC Augsburg. Die waren, glaube ich, letzte Saison irgendwie so auch um den 13., 12. Platz, glaube ich. Rein vom Kader her ist es schon, ehrlich gesagt, schon top. Aber die haben auch sehr viele Punkte liegen gelassen. Und eben halt in dieser Saison haben sie einen sehr, sehr bitteren Ausfall zu erleiden. Niklas Dorsch ist nämlich verletzt. Wird, glaube ich, ein halbes Jahr so circa verletzt sein. Haben sie auch viele Abgänge zu bedauern. Und zwar Gregoric zum Ligakonkurrenten Freiburg gewechselt. Finn Borgason. Der ist jetzt vereinslos. Der war auch ein Top-Spieler von Augsburg. Und bei den Zugängen haben sie Demirovic ablösefrei von Freiburg geholt. Arne Meyer von, auch vom Liga-Konkurrenten Hertha, 5 Millionen. Rein vom Kader ist nur der Torwart der Beste von Augsburg. Jetzt haben sie noch einen Niederlechner und so. Ob sie die Relegation schaffen oder nicht, das weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 15. Und damit halten sie auch die Klasse knapp, sehr knapp. Achso, ich habe vergessen noch, schöne Grüße an alle Augsburg-Fans. Ja, also jetzt kommen wir zu Tabellenplatz 15. Und damit halten sie die Klasse, sehr knapp sogar. Und es tut mir auch im Herzen weh. Es wird VfL Bochum. Saison. Wunderbare Spiele gehabt gegen die Bayern und gegen die Dortmunder. Die haben jeweils gewonnen, was keiner mitrechnete. Also Bochum ist quasi wie so eine Wundertüte. Zwar sage ich jetzt Platz 15. Sie stehen knapp vor der Relegation, also quasi den Abstiegsrängen werden sie spielen. Für mich jetzt, auch
wenn mein Herz dabei weh tut. Aber ich könnte auch sagen, auch die könnten diese Saison auch wieder eine Wundertüte sein und vielleicht etwas höher spielen. Aber dazu haben die anderen Vereine halt viele Transfers getätigt. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Achso, grüßt noch an alle Bochum-Fans. Ich bin auch so ein Teil Bochum-Fan. Ne? Bei den Abgängen wäre der Kotschap für 10 Millionen gewesen. Einer der besten IVs, den Bochum hatte. Also auch Maxim Leitsch ist nach Ligakonkurrenten Mainz 05 gewechselt. Sebastian Polter, auch ein guter Top-Stürmer, auch gewechselt. 1 für 1,5 zum Aufsteiger und Ligakonkurrenten Schalke gewechselt. Sie haben schon gute Spieler schon abgegeben, was auch ziemlich schade ist. Philipp Förster vom Konkurrenten Stuttgart geholt. Philipp Hoffmann, einen der besten Karlsruher Stürmer, den sie je hatten, haben sie geholt, um den Sebastian Polter-Abgang gut zu kompensieren. Und Jannes Horn, übrigens gestern oder vorgestern, kam der vor ablösefrei von Köln. Auch rein vom Kader her haben sie sehr solide Spieler. Haben sie mit Gerrit Holtmann verlängert bis 2025, was ziemlich gut ist. Ich freue mich für Gerrit Holtmann und für Bochum auch. Oder mit Manuel Riemann, einem der guten Torhüter, den haben sie auch einen Vertrag bis 2025 mit ihm verlängert. Das ist ziemlich gut. Für mich Platz 15 oder höher. Für mich wäre höher besser, aber es sind andere Vereine besser. Platz Nummer 14. Und damit der erste Aufsteiger ist Werder Bremen. Werder Bremen wird bei mir 14. Grüße an alle Bremer Fans. Auf jeden Fall Werder Bremen ein Neuaufsteiger. Die Klasse ist in Ordnung. Und rein vom Kader her haben sie richtig, richtig gute Spieler. Auch letzte Saison Marvin Ducksch oder Niklas Füllkrug. Supergeiles Top-Duo. Auch viele Tore geschossen. In Abgängen ist halt immer Toprak, einen der besten IVs, den Bremen hatte, leider weg. Und ja, bei den Neuzugängen Stark, Pieper oder auch ein Oliver Burke von Sheffield United auch alle ablösefrei gekommen. Mal schauen, wie Bremen jetzt haben sie drei Stürmer, mal sehen, wie sie es machen. Aber Platz 14 ist so in Ordnung. Platz Nummer 13 wird Mainz 05. Ja, was soll ich zu Mainz sagen? Mehr als den Klassenerhalt. Oder halt Platz 13 wird auch so in Ordnung sein für. Was ich zu denen sagen kann, ist, die haben einen guten Kader. Aber der reicht nur für Platz 13 so. Waren sie letzte Saison, glaube ich, auch. Leider viele, viele Abgänge zu bedauern. Damit haben sie leider zwei Innenverteidiger, die letzte Saison bei Mainz richtig gut waren. Einmal Nian Kanté für 10 Millionen zu Forest gewechselt. Und Jan San Just wird 9,5 Millionen zu Sporting Lissabon, was sehr bedauerlich ist. Mal schauen, was sie damit machen. Auf jeden Fall haben sie, wie gesagt, haben sie Maxim Leitscher geholt von Bochum. Mal schauen, ob er was nützt, ob er den Transfer von den Jan Kanté und so gut ersetzen kann, weiß ich leider nicht. Aber Platz 13 ist so in Ordnung. Platz Nummer 12. Es wird Hoffenheim. Da fehlt Sebastian Hoeneß.
wurde nach der Bundesliga-Saison leider rausgeschmissen, was ziemlich schade ist für ihn, weil er war halt Trainer von Bayerns Zweite und er wurde mit denen auch Drittligameister. Und leider hat er den Ziel leider verfehlt mit Hoffenheim. Abgänge ist halt so. Es reicht mehr als Platz 12 nicht. Kommen wir nun zu Platz 11. Und es wird ein Aufsteiger. Es wird Schalke 04. Letzte Saison waren sie leider sehr, sehr abgestiegen. Hatten fast den Rekord von Tasmania Berlin fast eingeholt mit so vielen Niederlagen am Stück. Und dann war die Trauer ziemlich. Also ich fand es schade irgendwie, Schalke so, dass Schalke abgestiegen ist. Ich fand es irgendwie traurig, dass die abgestiegen sind. Und dann letzte Saison waren sie dann in der zweiten Bundesliga. Achso, Grüße an alle Schalke-Fans hier. Hallo. Und an Gamma Brother. Hallo. Du, ich weiß, du wirst es eh nicht sehen, aber Grüße gehen raus an dich. Zur neuen Bundesliga-Saison, Platz 11, ist für meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Der Kader sieht ziemlich gut aus. Gänge hier, Kabak zu Hoffenheim für 7 Millionen. Matondo für 3 Millionen nach Rangers. Gänge haben sie wieder richtig gut zugelegt. Die haben auf jeden Fall Salazar jetzt fest verpflichtet. Einen der geilsten Spieler von. Den haben sie von Frankfurt geholt. War letzte Saison nur ausgeliehen. Super geile Tore geschossen. Und dann beim letzten Spieltag auch so ein 60-Meter-Ding geschossen. Was geil war. Dann haben sie Tom Kraus geholt. Oder ein Axel Kral. Ablösefrei. Oder Mollet von Montpellier. Neuer Trainer ist Frank Kramer. Mittelfeld und ich sage, es wird Union Berlin ein krasser Verein. Spielen jetzt einfach mal in der Europa League oder Conference Cup, was auch immer. Dreifache Belastung und ich meiner Meinung nach schaffen die es leider nicht so ganz in der Conference Cup, aber in der Bundesliga Platz 10 ist so solide. Die haben einen sehr guten Kader bisher. Zwar haben sie einen Top-Spieler leider verloren. Taiwo Awoniyi für 20 Millionen nach Nottingham Forest gewechselt. Dafür haben sie halt einen Leveling geholt von Greuther Fürth. Oder einen Sibat von Boys, Young Boy Bern geholt. So, kommen wir jetzt zu Platz 9. Und Platz 9 wird Borussia Mönchengladbach. Gladbach letzte Saison war halt nicht so in Ordnung. Meiner Meinung nach wird Gladbach 9., weil die in dieser Saison halt einige Probleme haben. Alter Trainer weg, neuer Trainer da. Genau, die haben jetzt auch einen neuen Trainer. Adi Hütter ist ja nach der letzten Saison ja, weg. Da haben sie einen neuen Trainer, Daniel Farke. Ich weiß nicht, wie Daniel Farke so gespielt hat. Hab den noch nie was von denen gehört, ehrlich gesagt. Ich kenne den nur von FIFA so. Kann Hit und Mist werden, aber ich glaube, die spielen eher weiter unten als weiter mit oben mit. Also es ist ein Platz 9. So ein Mittelfeld, so in Ordnung. Der Kader sieht so in Ordnung aus. Was mit Jan Sommer ist, ob der seinen Vertrag verlängert bei Gladbach oder ob der noch wechselt. Jan Sommer ist übrigens einer der Top 5 Bundesliga-Torhüter, der leider gegen uns eine richtige Prime hat und gegen andere Vereine eher. Naja, ist, aber gegen Bayern hat er eine Prime.
Abgängen ist halt Matze Ginter. Ist wieder zurück nach Freiburg gewechselt, zu seiner alten Heimatstadt. Dann Embolo ist weg. Ist nach Monaco hingewechselt. Und die haben die Neuzugänge Kor Itakura, der ja bei Schalke ausgeliehen war bei Man City. Hat eine richtig super starke Saison gespielt. Mehr haben sie auch nicht geholt. Falls der im Sommer gehen sollte, ist es ziemlich wird's schwer für Gladbach. Platz 8 wird der VfL Wolfsburg. Wolfsburg hatte auch so eine schwierige Saison. Anfangs war ja Marc von Bommel Trainer. Bis zum fünften Spieltag waren sie Platz 1 und dann Florian Kohfeldt geholt gehabt, der ja nicht mehr ist. Der neue Trainer von Wolfsburg ist Niko Kovac, ehemals Bayern-Trainer, ehemals Frankfurt-Trainer. Also Kovac ist ein erfahrener Bundesliga-Trainer. Ob der Wolfsburg helfen kann, das sehen wir erst dann. Rein vom Kader her, sagen wir mal so, da fehlen so einige Top-Spieler, die so Wolfsburg so helfen könnten. Abgänge zu bedauern. Da war Schlager zum Beispiel ist zu Liga-Konkurrenten Leipzig gewechselt. Oder ein Kevin Mbabu nach Fulham gewechselt. Und Brooks, einer der quasi guten IVs von Club, nee, Wolfsburg. Und bei den Zugängen Matthias Zwanberg oder Patrick Wimmer kann Nico Kovac bei Wolfsburg funktionieren. Vielleicht auch nicht. Für mich ist Platz 8 auch so ein mittelfeldmäßiges Team. Kann auch nach hinten losgehen. Also es wird Hit und Mist auch bei Wolfsburg. Platz Nummer 7 wird Köln. Letzte Saison waren sie überkrass. Haben sie sogar es geschafft, in die Europa League zu kommen. Haben sie diese Saison eine ziemliche Dreifachbelastung. Bundesliga, Pokal und Europa League. Ja, Köln ist so ein Verein. Der kann eine Wundertüte sein. Rein vom Kader her sieht es ziemlich gut aus für Köln. Einige Gerüchte, dass vielleicht Anthony Modeste vielleicht gehen könnte, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert. Quasi 15 Tore geschossen, hat einen Anteil damit zu tun, dass sie in der Europa League starten. Und wenn sie den nicht behalten, dann sieht es ziemlich schlecht aus für Köln. In den Abgängen ist Salih Özcan, ein der eine richtig gute Saison hatte, zu Liga-Konkurrent Dortmund gewechselt. Ob der sich da durchsetzt? Jannis Horn ist weg, ist nach Bochum ablösefrei gewechselt. Gekauft. Luca Kilian ist von Mainz 05 gekommen. Ina von Hannover. Dann haben sie auch noch Steffen Tingens von Dortmund geholt. Köln, Platz 7. Werden sie Modeste behalten? Wenn Modeste wirklich gehen sollte, dann sieht es ziemlich schwarz aus für Köln. Nun zu Platz 6, Nummer 6, wird der SC Freiburg in Europa League zu spielen. Was auch eine ziemliche Überraschung ist. Rein vom Kader her, Platz 6 ist meiner Meinung nach ziemlich gut. In Abgängen sieht Kurt Schlotterbeck ist für 20 Millionen nach Dortmund gewechselt. Einer, der eine bombastische erste Saison hatte, der Nico Schlotterbeck. Und das ist halt so ein Transfer, den Freiburg leider schmerzhaft ist. Bei den Zugängen ist, wieder, habe ich ja schon vorhin erwähnt, Matze Ginter ist zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Soll den Nico Schlotterbeck ersetzen, in der IV. Dann haben sie auch noch einen Ritze Doan geholt, Gregoritsch ablösefrei geholt, ein Karriere, Daniel Kofi Karriere, tut mir leid, dass ich dich oder den nicht so aussprechen kann.
ist jetzt für 4,5 Millionen nach Freiburg gewechselt. Streich ist halt auch so eine geile Trainerlegende. Platz 5 wird Eintracht Frankfurt. Haben die Europa League gewonnen, was ziemlich geil ist. Jetzt spielen sie auf einmal Champions League. Champions League ist ein anderes Kaliber als die Europa League. Vom Kader her sehen sie halt richtig top aus. Wobei ein Top-Zugang, die sie haben. Noch einen Spieler zurückgeholt, den ich mir über mich sehr freue. Herzlich willkommen zurück, Mario Götze. Es ist halt schön zu sehen. Und ja, ich mag Mario Götze. Ich bin Mario Götzes, also ich bin ein Fanboy von Mario Götze. Ich setze gerade meine Fanbrille auf, wie ihr sehen könnt. Also Mario Götze könnte wirklich Eintracht Frankfurt in der Champions League helfen. Einfach, ich werde hier mitten im Video voll gecrashed hier. Ja, wir haben auch einen kleinen Gast hier. Guck mal her, du. Hätte ich hier gestört, hier bei der Prognose hier. Ne? Guck mal, da ist die Kamera. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Guck mal da. Ja. Das ist hier Melli. Ne, Melli? Ja. Ist auch so ein kleiner Star, ne? Ja, Platz Nummer 4. Und es ist eine, meiner Meinung nach, Leipzig wird bei mir Vierter. Auch wenn der Kader so stark ist. Ich denke mal, dass sie diese Saison eher schwächer werden. Haben mit Christopher Nkunku mit seinem Vertrag verlängert bis 2027. Er hat eine letzte Saison, eine überkrasse Saison gemacht. Ein neuer Trainer, Dominik Tedesco. Und von den Zugängen her haben sie nur einen Xaver Schlager geholt von Wolfsburg. Das wird eine Überraschung. Platz 3. Platz 3 geht an Leverkusen. Und vom Kader her ist es auch, sehe ich mehr Potenzial als letzte Saison. Bei den Abgängen ist halt nur Lucas Alario nach Frankfurt gewechselt. Und von den Zugängen her haben sie einen Adam Holzschek geholt von, keine Ahnung, welcher Verein das ist. Haben sie 13 Millionen ausgegeben. Dass Florian Wirtz seine Verletzung. Ich wünsche ihm gute Besserung. Zwar wirst du das Video nicht sehen. Aber wenn ich Leverkusener Fans habe, sendet mal von mir schöne Grüße und gute Besserung an Florian Wirtz. Er wird leider ein halbes Jahr ausfallen, hat aber auch seinen Vertrag verlängert bis 2027. Und dann hat auch Patrick Schick bis 2027 überraschenderweise verlängert. Jeder dachte so, letzte Saison oder wo die Bundesliga zu Ende war, dass Patrick Schick wechselt zu irgendeinem Top-Verein nach Premier League oder in der La Liga. Aber, oder zu uns nach Bayern. Moussa Diaby, so wie es aussieht, will er jetzt auch in Leverkusen bleiben. Will auch seinen Vertrag verlängern. Eigentlich wollte er ja auch wechseln. Also ich sehe Leverkusen halt auf Platz 3. Ist für mich so gut. Platz Nummer 2. Mit Borussia Dortmund. Rein vom Kader her haben sie Potenzial zu Platz 2 zu sein. Trainer haben sie Marco Rose entlassen und haben wieder Erling Terzic wieder. Der Top-Abgang ist Erling Haaland, 60 Millionen zu Man City, zu Pep hingewechselt. Bei den Top-Zugängen haben sie Niklas Süle ablösefrei von Bayern geholt. Ist halt so, ist ein Innenverteidiger, soll Sagadou ersetzen. Dann haben sie
Adeyemi von Salzburg geholt. Ein Potenzialspieler, ein junger Spieler, der auch gut spielt in der Nationalmannschaft. Dann haben sie auch einen Nico Schlotterbeck von Freiburg geholt, der auch in der IV helfen sollen. Dann haben sie auch einen Özcan geholt von Köln. Sebastian Haller ist von Ajax Amsterdam zu Dortmund gewechselt. Hat leider eine Krankheit, wie ihr schon mitbekommen habt. Gute Besserung an Sebastian Haller. Also Grüße an alle Dortmund-Fans oder auch David Raum wollen. Dortmund ist auch noch dran. Bayern München wird deutscher Meister 2022-2023. Aber einen sehr, sehr starken Kader. Endlich mal was für die Breite. Jahrelang wurde mal rumdiskutiert, dass Bayern nichts für die Breite holen. Jetzt haben sie Spieler für die Breite geholt. Ein Transferabgang, den ich sehr, sehr, sehr traurig finde. Aber Robert Lewandowski ist 45 Millionen oder 50 Millionen zu Barcelona gewechselt. Was der da so bringt, ich sag wahrscheinlich nichts. Transfers, den sie geholt haben. Zum Beispiel Masraoui und Gravenberg. Mich freut es auf jeden Fall, die beiden bei Bayern zu sehen. De Ligt geholt von 60, 70 Millionen, von Juve geholt. Soll Niklas Süle ersetzen. Ein Mathys Tel geholt, 20 Millionen von Rennes. Holy fuck, die haben einen 17-Jährigen voll für 20 Millionen geholt. Mané von 32 Millionen Euro von Liverpool geholt. Holy shit. Das ist ein ziemlich krasser Transfer, den die Bayern geholt hat. Wow. Also, ich hätte nie damit gerechnet, einen Sadio Mané bei Bayern zu sehen. Ich habe halt so immer gedacht, Sadio Mané wird bei Liverpool für immer bleiben. Also, ich freue mich auf Mané sehr. So viel haben die Bayern die Transferperiode ausgegeben. Holy shit. Einfach 137,5 Millionen. Wow, einfach nur geil. Ich bin auch schon so gehypt auf diese Saison irgendwie bei Bayern. Vor kurzem mit Serge Gnabry verlängert. Da wurden es ja auch einige Monate, ob er bleibt oder ob er geht. Und jetzt ist er geblieben. Er hat seinen Vertrag verlängert mit 2026. Sturmspitze zu spielen, neben Mané. Diese beiden dann im Sturm zu spielen, wow. Und zwar hat Thomas Müller auch verlängert. Eine Bayern-Legende. Freut mich sehr, bis 2024. Freut mich sehr, ihn für Müller und für Bayern auch, dass er verlängert hat. Stanisic, schöne Grüße an ihn. Auch noch verlängert bei Bayern für 2025. So, Top-Torschützen, Torschützenkönig der Bundesliga wird Sadio Mané. Er wird so circa 20 bis 25 Tore für uns Bayern schießen. Damit wird er auch Topscorer bei Bayern werden. Er ist jetzt nicht so der Lewandowski, der so 30 plus Tore schießt, aber für 25 Tore reicht es für Sadio Mané, für uns Bayern auch. Ist so ein Topspieler, reicht völlig in Ordnung. Und er wird uns vorne richtig im Sturm richtig viele Tore schießen. Der Einkauf der Bundesliga-Saison wird Mario Götze. Ja. Bundesliga-Erfahrung hat hoffentlich knüpft er wieder an seine alten Potenzial, was er bei Dortmund hatte. Zwar gibt es andere Transfers. Ich stufe die anderen Transfers Weltklasse-Transfers. Zu Weltklasse-Transfers gehört Mané, De Ligt, Schlollerbeck, Haller. Grüße aus dem Cut. Der schlechteste Transfer, es tut mir leid, es ist nichts persönlich gegen ihn, aber es wird Mathys Tel sein. Weil er hat zwar Potenzial, aber für dieses Jahr sehe ich halt leider nicht so. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber er wird halt ein paar, ich sag mal so, circa 5 Einsätze bekommen und danach gar nichts mehr. Da kommt gar nichts von ihm. Weil es wird auch schwierig sein, weil wir haben Top-Stürmer da vorne.
Und ich sehe ihn, also ich weiß, man soll ein paar Jahre noch Zeit geben, aber ich sehe für diese Saison halt ziemlich schlecht. Der wird nur 5 Einsätze bekommen und wird maximal einen Scorer kriegen. Mehr aber auch nicht. Vielleicht wird er in der übernächsten Saison ja krass. Was in dieser Saison nicht so krass ist. Zwar seine, ob die Ablösesumme dann vielleicht gerecht wird in dieser Saison, sieht nicht danach aus. Vielleicht in der neuen Saison, vielleicht. Wie gesagt, es ist nur für diese Transferperiode. Nächste Saison wird es wahrscheinlich anders aussehen. Yo, Grüße aus dem Cut. Youngster der Saison wird Youssoufa Moukoko vom BVB. Ich sehe diese Saison, dass er es bei Dortmund den Durchbruch schafft. Er wird so circa 10 oder 11 Scorerpunkte diese Saison sammeln, also mehr als die letzten Saisons, wo er bei Dortmund hochgekommen ist, von der Jugend her. Und er hat noch ziemlich Potenzial zu. Er kann was werden bei Dortmund. Und Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche, das Fernsehen war noch an. Enttäuschung der Saison wird Hertha BSC Berlin. Kommt auf. Wird Hertha BSC Berlin. Weil die meiner Meinung nach letzter Platz werden und ja. Trainer der Saison geht ganz klar nach Julian Nagelsmann. Das aber uns Bayern diese Saison halt wirklich überkrass. Champions League mal schauen, aber bei der Bundesliga oh, sehe ich viel, sehr Gutes. Ist auch ein Top-Trainer. Ist auch noch ein junger Trainer. Also Trainer der Saison, Julian Nagelsmann. Ganz klar. Meine Hot Takes für die Bundesliga-Saison 2022 und 23 ist, dass Thomas Müller doppelt so viele Tore schießt wie letzte Saison. Bochum ist wie eine Wundertüte und hält die Klasse, also habe ich ja schon erwähnt, hält die Klasse. Und vielleicht auch wieder eine große Überraschung. Bochum wäre ziemlich geil. Und mein nächster Hot Take ist, dass es keine Bundesliga Trainer verlässt. Oder wie? Wie sagt man das? Nee, in dieser Saison bleiben alle Trainer bei ihren Vereinen. Das heißt, es gibt keinen Trainerwechsel in dieser ganzen Saison. Das sind so meine Hot Takes. Was sind eure Hot Takes? Schreibt unten gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like da auf das Video. Abonniert gerne meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Hoffentlich stimmen meine ganzen Prognosen für die Bundesliga. Wir sehen uns in einem. Ich grüße schon mal mich in 2023, wenn wir das Ganze sehen. Tschüss.